Über die beeindruckende Geschichte zu Boeing 737 haben wir ja schon vor kurzem mal etwas ausführlicher gesprochen. Heute soll es um ein paar Neuigkeiten und neue interessante Fakten zu diesem Flugzeug gehen. Und fangen wir mal an mit einer sehr beeindruckenden Zahl, und zwar 500 Boeing 737-800. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Für die meisten von euch ist diese Nachricht bestimmt gar keine wirkliche Neuigkeit mehr. Allerdings ist, finde ich zumindest, in den letzten Tagen das ein oder andere Interessante zum Thema Boeing 737 passiert, über das wir mal so ein bisschen sprechen können. Zum einen hat Ryanair ihre 500. Boeing 737-800 übernommen. Das ist ja schon mal eine Ansage und da muss man erstmal drüber nachdenken. Die irische Billigfluggesellschaft hat also jetzt gerade erst vor ein paar Tagen ihre 500. Boeing 737 übernommen und ist damit auch größter Betreiber weltweit der Boeing 737-800. Gibt ja so ein paar Fluggesellschaften, die mit einem spezifischen Flugzeugtypen scheinbar eine ganze Menge anfangen können. Zum Beispiel Emirates, die haben eine relativ junge, aber auch ziemlich große Flotte und haben zusammen mit ihren Frachtern über 160 Boeing 777 in ihrer Flotte. Das ist eine ganze Menge und das macht sie zum größten Betreiber der 777 weltweit. Und sie haben ja dann auch noch über 100 Airbus A380. Damit sind sie weltweit auch der größte A380-Betreiber und das ist schon ziemlich beeindruckend. Aber es gibt natürlich noch ein paar mehr Fluggesellschaften, die relativ viele Flugzeuge von einem einzigen Typen haben. Zum Beispiel hat American Airlines über 400 Modelle aus der A320-Familie und dazu kommen bei dieser Fluggesellschaft noch über 300 Boeing 737. United Airlines hat zum Beispiel über 320 737 in ihrer Flotte und es sind alles natürlich sehr beeindruckende Zahlen und es ist schlicht und einfach nicht vorstellbar, wie diese Flugzeuge alle nebeneinander aufgereiht aussehen würden. Bei Ryanair finde ich das Ganze aber fast noch ein bisschen beeindruckender, denn erstens sind es noch mal ein paar mehr Flugzeuge des gleichen Typs und zweitens sind die Flugzeuge auch einfach alle so unfassbar ähnlich, denn das ganze Konzept der Fluggesellschaft kann nur funktionieren bzw. baut darauf, dass die Flugzeuge alle so gleich sind wie möglich. Ganz grob kann man einfach sagen, dass Ryanair nun mal die 737-800 fliegt und diese immer mit 189 Sitzplätzen. Das ist auch immer alles gleich. Allerdings, wenn man sich die Ryanair-Flotte gerade sowieso schon mal genau anguckt, dann kann man auch noch dazu sagen, dass die Fluggesellschaft auch eine einzige 737-700 hat. Diese fliegt allerdings im sogenannten Ryanair VIP-Dienst. Für die ganz normalen Passagiere gibt es bei Ryanair die 737-800. Und gerade weil es halt eben so viele so gleiche Flugzeuge sind, kann die Fluggesellschaft Ryanair so funktionieren, wie sie jetzt gerade funktioniert. Von den mittlerweile über 500 ausgelieferten Boeing 737 sind bei Ryanair noch knapp über 430 Stück aktiv und diese sind an den über 90 Basen der Fluggesellschaft in ganz Europa verteilt stationiert und fliegen von dort aus tagtäglich durch die Welt. Und im täglichen Betrieb macht es auch durchaus Sinn, so viele Flugzeuge in gleicher Größe, mit gleicher Ausstattung, mit gleicher Technik und so weiter zu haben. Von den, wie gesagt, über 500 ausgelieferten 737 sind ja noch knapp 430, 435 oder so sind das genau, sind aktuell gerade bei Ryanair im Betrieb. Die älteste davon ist eine im Jahr 2002 direkt an Ryanair von Boeing ausgelieferte Boeing 737. Die davor ausgelieferten Flugzeuge sowie die Maschinen, welche einen größeren Check bei Ryanair höchstwahrscheinlich nicht bestanden hätten, die hat man schlicht und einfach wieder verkauft. Denn dadurch spart man sich große, teure und aufwendige Reparaturen und Checks und naja, eine ansonsten fitte 737-800 mit Winglets kann man höchstwahrscheinlich immer ziemlich gut verkaufen. Ryanair ist damit allerdings nicht größter Betreiber der Boeing 737, denn Southwest Airlines aus den USA, die haben tatsächlich noch mehr davon. Über 700 737 haben die aktuell im Betrieb. Das ist schon ziemlich irre, oder? Über 900 737 wurden insgesamt in verschiedensten Versionen an diese Fluggesellschaft ausgeliefert, von der 200er 737 bis zur neuen MAX. Allein ganze 506 Boeing 737-700, also die etwas verkürzte Version der Boeing 737-800, fliegen aktuell im aktiven Betrieb der Southwest Airlines. Und das ist schon eine ganze Menge. Und da diese Fluggesellschaft ja ein so treuer Kunde der 737-700 zu sein scheint, müssten sie sich ja auch für den Nachfolger interessieren. Und genau so ist es auch. Southwest Airlines gehört zu den wenigen Fluggesellschaften, welche wirklich eine Bestellung für die neue 737 MAX 7 getätigt haben. Ich glaube, genau sind es 30 der insgesamt 58 Bestellungen, die für diesen neuen Flugzeugtypen eingegangen sind.
der jetzt Mitte März erst seinen Erstflug hatte. Die neue Auflage der 700er 737 bietet dabei 7130 Kilometer Reichweite. Das sind erstens ziemlich viele Siebenen und zweitens ist das eine ziemlich beeindruckende Reichweite und trotzdem konnte man die Fluggesellschaften nicht für diesen neuen Flugzeugtypen begeistern. Gut, insgesamt sind wie gesagt nur knapp 58 Bestellungen eingegangen. Und wo wir schon mal dabei sind, auch die neue 737 MAX 9, also die einmal verlängerte Version der Standard 737 MAX 8, ist jetzt beim Erstkunden der thailändischen Version der Lion Air angekommen. Die Fluggesellschaft möchte dann damit mit 220 Sitzen hauptsächlich Routen nach Indien und nach China eröffnen. Tja, und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.